Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein, dritte Saison. Und wir sind so ein bisschen, kann man schon sagen, beim Aufwachen in der Liga, nachdem wir einen extrem Fehlstart hingelegt haben, außer das 2-0 gegen Dortmund, das war okay. Der Rest war grauenhaft. Kann ich davon ausgehen, dass ihr alle mir zustimmt, wenn ich sage, jetzt ist es alles in Ordnung mit Platz 8, mit dem Gewissen, dass wir relativ schnell oben auch wieder ranrücken können. Eigentlich war der deutsche Titel so ein bisschen mein Wunsch. Ist noch nicht abgehakt, aber es bringt uns auch nicht um, wenn wir es nicht schaffen für das Verhältnis für Hamburger Sportverein. Champions League auf jeden Fall, aber Fakt ist schon mal eins und das ist schon mal das Wichtigste. Beister ist zurück, Tah ist wieder zurück und wir sind nicht im Abstiegskampf, zumindest jetzt, sondern blühen langsam auf, ganz langsam, sehr, sehr langsam sogar und kommen so langsam ran an die Top 6 und das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist absolut das Wichtigste. Und dann sehen wir, wie es laufen wird. Wir haben noch haufenweise Spiele vor uns. Die Saison hat jetzt angefangen. Diese dritte Staffel auf Brohawks mit mir, Dico, hat jetzt erst angefangen. Wir sind mittendrin und kommen jetzt zu einem absoluten heißen Spiel, nämlich gegen Sporting Lissabon. Das dritte Spiel in der Gruppenphase der Europa League. Das wird der Hammer. Und jetzt werde ich mal einen einzelnen Spieler motivieren. Muss mal gucken. Ah, Jan ist der Schlechteste mit der Note. Und ich würde jetzt auf jeden Fall mal Brand motivieren, dass der heiß wird. Und ein Spieler ist wieder verletzt. Und zwar Martial sind nur 6 Tage. Das ist aber verkraftbar. Damit können wir leben. Zum Glück nicht so wie die anderen. Zimmer fehlt uns für die ganze Rückrunde. Unser Megatalent, wer jetzt erst neu dabei ist. Joan Jim aus der eigenen Jugend. Richtig geiler Spieler. Fehlt uns jetzt leider für die ganze Rückrunde. Tars gerade nach einer 3-4-monatige Pause. Ne, ich glaube, so lange war es auch nicht. 3-monatige Pause, ne? Zurück. Kleber wird uns nach der Rückrunde fehlen. Giroud fehlt uns jetzt 8 Wochen ganz frisch und neu. Scheiße, sag ich noch, aber wir haben ja einen guten Kader, so ist es nicht, auch wenn ich mir eine Defensive ein bisschen mehr erhofft habe, aber was soll's, mit Verletzungen kann man nicht immer leben. Nicht leben, sondern man kann es sich erwarten, so rum. So, Melis, gucken wir mal, was das für einer ist, kannst du knicken, ist nichts für eine HSV, Adoma, gucken wir mal da, reimt sich, mit 27 wird er sich nicht mehr weiterentwickeln, so, gucken wir mal, in Deutschland, ja genau, da haben wir nämlich Rodriguez, ich tue nämlich Weltklasse, den wollen wir haben in der Winterpause für die nächste Saison, schauen wir mal, ob wir da was hinkriegen, und wenn wir das geritzt haben, und noch, Supertütz-Vertrag läuft auch aus. Wir brauchen unbedingt mehr Gehälterkohle. Oh, dann könnten wir mit Wallback, den ich ja noch holen will, dann hätten wir eine Hammer. Oh, Supertütz in der Defensive. Nichts gegen die, die wir jetzt schon haben, aber wenn Tah oder so noch aufblüht, so wie ihr gesagt habt, das wäre ja mal richtig, richtig, richtig nice. Aber sowas von richtig nice. Gucken wir mal, Benatira, den haben wir auch gescoutet, sein Vertrag läuft auch aus, ja, nicht so schlecht, aber leider, wenn er jetzt 23 wäre, wäre er richtig nice, aber mit 27, schon ein bisschen schwierig. So, Gomez verletzt, Kreuzbandriss, aber es ist nicht der Gomez, sondern Gomez von Benfica Lissabon, wir spielen aber jetzt gegen Sporting Lissabon, und da können wir gerne mal schauen, wo die sich in der Liga befinden und können ja auch mal gleich in die zweite Liga reinschnuppern, wie es da so aussieht. Düsseldorf auf Platz 1 nach 7 Spielen, 17 Punkte. FC Augsburg, die abgestiegen sind, auf Platz 2 mit 17 Punkten. Greuther Fürth mit 15 Punkten auf Platz 3 und Bochum oben dran und die Paderborner, die auch abgestiegen sind, nur auf Platz 5, ne, nur ist auch gut. Die Leipziger Gurken weiter unten rum, die sind nicht einmal richtig gut gewesen, seit ich mit euch diese Let's Plays mache. Nur mal so nebenbei. Ich meine, ich mag ja das Konzept von Leipzig nicht, aber irgendwie hat's mich schon mal, irgendwie habe ich auch mal Bock, irgendwie auch mal zu trainieren, aber auch nur so, also ich will mir kein einlegen bei euch jetzt, aber auf einer gewissen Ebene ist das mal was anderes. Aber ich bin Hamburger, deswegen gucken wir jetzt mal Portugal und Sporting Lissabon. Spielt diesmal nicht so eine heiße Saison. Nach 8 Spieltagen nur Platz 5 mit 15 Punkten und FC Porto logischerweise Erster und Benfica Lissabon auf Platz 2. Aber das sind ja die Champions League-Kandidaten, nicht die Europa League-Kandidaten. Und das wird ein richtig schweres Spiel. Ihr seht das jetzt rechts unten. 6 Punkte Sporting, 6 Punkte wir. Im dritten Spiel kann sich schon einiges entscheiden, wer voraussichtlich ins 16. Finale kommt.
Und wir natürlich wieder mit unserem Europa League-Trikot, logischerweise. Wir haben jetzt 6 Trikots. Ramsey Doel macht dieses Spiel 5 an. Und wir spielen... Eigentlich würde ich am liebsten ja wieder neue Aufstellung testen, aber das mache ich jetzt nicht. Und würde nämlich gerne mal so spielen. Nee, Quatsch, nicht so. Was laber ich denn? Sondern mit einer... Ja, genau, nämlich so... Mit Junosovic da in der Mitte, obwohl das ist gar nicht richtig. Eigentlich müsste dann wieder nur ein Stürmer sein. Eigentlich müsste es sowas hier, Quatsch, das hier, nein, das ist auch nicht. Das wäre die Position, die Taktik ich eigentlich gerne spielen möchte. Aber das läuft zurzeit nicht mit der Innenverteidigung, ist auch immer ein Risiko zum Gegentoren. Aber das wäre mir richtig geil, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, links Julian Brandt oder Junosovic, Januzaj, rechts Trigaros oder Julian Brandt. Dann Junosovic oder Dennis Bredt OM oder und Emre Can Wiltshire oder Junosovic auf DM da unten. Ich hoffe, es wird euch nicht zu verwirrend, wenn ich das jetzt sage. Und vorne 2 Stürmer, aber man kann auch einen Stürmer nur machen. Aber so ungefähr würde ich am liebsten spielen. Das machen wir aber heute nicht. Zu hohes Risiko. Wir spielen wieder mit der wir jetzt gerade, außer das peinliche 2-2 noch. Aber damit waren wir bisher erfolgreich mit dieser Taktik. Beister wird wieder spielen. Julian Brandt, schlechte Form. Paulsen kommt irgendwie auch nicht aus seiner Form tief raus. Schade, Kane hat das Spiel heiß gemacht gegen Stuttgart. Deswegen darf er von Anfang an heute mal spielen. Und, alles ein bisschen schwierig. Aber ich nehme mal Paulsen raus und nehme mal Rodriguez mit. Ich lasse mal den mal testen. Vielleicht ist der ja gar nicht mal so schlecht. Und, Trigaros mit Vorlage. Ayan formtief. Ich werde ihn trotzdem spielen, obwohl Chaplin ist jetzt besser drauf. Aber das war eigentlich nicht mein Plan. Mal gucken, wie weit Tah ist. Tah ist wieder topfit. Dann kann Tah auch spielen. Ah, jetzt muss ich Chaplin bringen wegen formtief. Ayan. Leider, weil er jetzt Form hoch hat. Also so fair muss ich dann schon als Trainer sein, finde ich. Und, ich glaube, dann haben wir schon alles. Was sage ich mit Dämmerbein? Ist er noch auf der Bank? Der sitzt auf der Bank. Gut. Da haben einige mit Formtief. Vielleicht nehmen wir mal, wie alt ist denn der Müller? 20. Nehmen wir doch mal den Müller für, gucken wir mal kurz, kann der auch, nee, kann er nicht. Ich mache es jetzt mal anders. Und zwar, ich nehme nicht Rodriguez mit, ich nehme Müller mit und Diagne. Jetzt mal was ganz anderes. Obwohl, habe ich da noch die Chance, Podolski kann ich noch einsetzen. Ja, so mache ich das. So. Gut. Ah, schon wieder so wie in den letzten Folgen. Vergessen, die Taktik nochmal umzustellen. Ich spiele mit der eigenen Taktik. Auf geht's. In Lissabon sind wir. Wir sind angereist. Und ich glaube, es wird ein extrem scharfes Spiel. Also wer Champions League liebt, wer internationale Spiele liebt, wer richtig was erleben will, einen heißen Fight, dann ist das genau das Richtige. Nämlich Sporting Lissabon gegen Hamburger SV. Das ist schon fast schon alte Champions League-Tradition. So ein bisschen alten paar Mannschaften waren ja ab und zu schon in der Champions League. Und wir sehen Lissabon 6 Punkte noch auf Platz 1 wegen besserer Tordifferenz. Ein besser und Hamburger SV auf Platz 2. Und heute könnte sich eventuell schon entscheiden, wer ins 16-Finale kommt. Also nicht offiziell, nicht safe, aber schon so mit einem Fuß. Weil bisher beide Mannschaften alle Spiele gewonnen haben. Und ich hoffe, das werden wir sein. Schauen wir mal, ob wir auch konkurrenzfähig sind. Bisher haben wir schwach gespielt, gewonnen, aber schwach gespielt gegen Inverness und Molde FK. Nichts gegen diese beiden Vereine, aber es sind nicht gerade die Vereine, mit denen man sich messen kann zum Thema bis ins Finale kommen. Das kann man sich jetzt mit Lissabon. Da schauen wir mal im Tor Paricio, ein richtig geiler Spieler. Jefferson links. Und wir sehen Carvalho, Martins, Silva. Und das wird so ein heißes Megaspiel. Und wer jetzt neu dabei ist und sich wundert, was hat denn der für komische Trikots von der HSV? Ich habe eigene erstellt. Es gibt 6 Trikots jetzt beim Hamburger Sportverein. Das ist das Europa League-Trikot. Gibt es jetzt 3 Trikots für die Bundesliga, 3 Trikots für die Europa League. Und das ist das Home eigentlich, das Home-Trikot. Aber das nehme ich jetzt trotzdem. Und das ist mit, außer Trab, das habe ich nicht geändert. Da ist das Bundesliga-Logo drauf. Aber ansonsten sind die Feldspieler, haben auch das Europa-League-Logo so weit drauf. Und es macht einfach auch mehr Spaß, glaube ich, diese Abwechslung für euch, oder? Denke ich zumindest, das Respekt habe ich drauf gemacht, weil da bin ich echt für.
Respekt, habt Respekt vor euren Mitmenschen. Toleranz auf meinem Kanal bitte gewünscht. Hater können bitte nach Hause fahren. Die ignoriere ich eh. Interessiert mich nicht, wenn er einen Daumen nach unten geht, weil er einer mich hatet. Weil das in den letzten Folgen so ein bisschen der Fall war. Einfach Idioten. Manche machen das halt. Ist es halt. Und weiter geht's mit Fußball, nämlich mit Kanes super geilen Einsatz gleich am Anfang an. Läuft einfach mal überall durch. Kane, was macht Kane? Er macht nicht das Tor. Oh, das wäre jetzt mal der Hammer gewesen. Also das wäre jetzt mal der Hammer gewesen. Kane, ich hab's in den letzten Folgen schon tausendmal gesagt, sag's nochmal, ist der englische Jugendspieler des Jahres geworden. Wurde jetzt ausgezeichnet dafür. Und wir haben ihn drin und ich habe ihn reingebracht gegen Bremen, weil sich Martinal verletzt hat und hat das Spiel, gegen Bremen sah ich schon, gegen Stuttgart, richtig warm, heiß gemacht. Er hat richtig Speed reingebracht und deswegen spielt er heute von Anfang an. Und das hätte ich ihm jetzt echt mal gegönnt, wenn er da ein Tor gemacht hätte. Extremst gegönnt. So, jetzt kommt in Lissabon zum ersten Mal an Traps. Genel, Adrien, Capel und ein Schuss. Der geht weiter nehmen. Oh, es wäre so nice gewesen, gegen den schwersten Gegner in dieser Gruppenphase gleich nach 3 Minuten zu führen. Aber so ist Fußball. Abhaken und es einfach gleich machen, das Tor, ne? Schön von Chaplin. Ich habe das Gefühl, so langsam kommt nicht nur der HSV im Gange, sondern der eine oder andere Spieler dadurch auch, was logisch ist, weil du in Form hochkommst. Kane. Ah, bleib dran, Kane. Da habe ich ein bisschen zu viel gedribbelt. Und das merkt man auch bei Chaplin, der kommt so ein bisschen mehr in Gang, macht nur einige Fehler, aber der ist ja auch erst 17, 18 Jahre alt. Und das ist okay, wenn man da Fehler macht. Jetzt Trab und Chaplin haut den Ball weg. Sehr schön. Beister mit Konter. Sehr schön. Wheelchair sieht Kane starten. Kane schneller, als ich in Erinnerung habe. Das gefällt mir. Auch wenn er da leider kein Durchsetzungsvermögen hat. Sehr leichtsinnig hier ausgetribbelt worden, der Junuzovic. Ne, Januzaj war das. Und Adrien. Auch ein super geiler Spieler. Und Junuzovic schießt da Wiltshire an, aber es geht weiter. Trigaros. Wiltshire mit Trigaros. Trigaros Tor gemacht und eins vorgelegt. Gegen Stuttgart. Nicht viel gebracht. 2-2 ausgegangen. Aber trotzdem gefällt mir, dass er ein bisschen in Gang gekommen. Jetzt Junuzovic mit der weiten Flanke. Montero. Ah, ich dachte Gretchen, weil er den Ball nicht mehr kriegt. Aber er war am Ball. Sehr schön von Junuzovic. Emre Can und er sehen gleich aus, deswegen sage ich manchmal Emre Can oder Junuzovic. Und jetzt Kane, Trigaros, bitte krieg ihn noch. Er kriegt ihn noch. Beister hat schon Kopfballtor gemacht, also er kann es. Ah, Oliveira, auch ein richtig geiler Fußballer vor Beister. Cetric, Oliveira. Und im Mittelfeld fehlt mir irgendwie, das ist immer so eine Lücke, das nervt mich so ein bisschen. Emre Can. Ah. Das war nicht gut gedacht von mir. Da hatte ich was anderes vorgehabt. Martins. Williams. Capel, der hat schon eine kleine Chance gehabt für Lissabon. Und Emre Can weg mit dem Ding. Sehr schön. Kane gewinnt Kopfball. Kane. Ah, nicht so gut. Beister. Hätte ich schneller, viel schneller spielen müssen, gebe ich ganz offen zu. Aber so ist das nur manchmal. Und es gibt Freistoß für Sporting Lissabon, nicht für Benfica. Und wir sehen das Freiburg-Spiel. Wir müssen nach Freiburg. SC Freiburg, 17. zurzeit. Und wir sind auf Platz 8. Und das ist eigentlich ein Spiel, was ich auf jeden Fall gewinnen will. Das habe ich auch gegen Köln gesagt. Und haben wir am Ende 2-0 gegen den Aufsteiger verloren. Das ist jetzt gegen Freiburg, die Aufsteiger. So, Kane auf Januzaj. Januzaj wieder zurück auf Kane. Der schießt mal und Pfosten, Innenpfosten sogar. Ah, dem hätte ich jetzt aber. Der macht ja mal heiße Spiele zurzeit. Richtig gut.
Jetzt fehlt ihm nur das Tor. Trigaros gewinnt Tackling, aber macht nichts draus. Cabrillo oder Raillo. Und es gibt schon wieder einen Freistoß für Sporting. Für Sporting Lissabon. Wollten es schnell machen, aber wir haben uns schnell wieder sortiert, zum Glück. Und Trapp. Januzaj, wenig gesehen von ihm. Kane. Wenn er weiter so aufblüht, dauert es nicht mehr lange mit ihm. Januzaj auf Kane. Und das war Trikot ziehen. Hallo? Kann er mal gelb für geben, der Herr Schiri? Und wie angekündigt, es ist ein heißes Spiel. Leider keine Tore für euch, aber ich finde, es ist ein extrem heißes Spiel. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich will das Ding hier rocken und ich finde, wir spielen nicht schlecht. So, Ayan ist leider nicht dabei. Wegen Formtief. Deswegen versuche ich was anderes. Und das ist Trigaros. Oh, okay, kann man... Ja, war kein wirkliches Foul, aber schade. Heinz, richtig geil. Trigaros. Oh, er setzt sich durch. Trigaros, jetzt muss die Flanke kommen. Kane ist kopfballstark, aber das wird nichts. Schade. Capel, einzige kleine Minichance bisher für Lissabon gehabt. Sonst nichts. Das freut mich sehr, dass die Defensive bisher hält. Und jetzt kommt aber Capel da durch. Ta ist wieder da. Oh, aber die Flanke kommt noch. Und Heinz, das liebe ich an ihm. Er ist so groß und kopfballstark. Und hat auch schon ein Tor in der Saison gemacht. Kane, guter Einsatz. Und Halbzeit. Mal wieder 0-0. Das hat mich schon lange nicht mehr in dieser Saison. Ich bin aber sehr zufrieden bisher mit dieser Partie. Ich glaube, mit einem Unentschieden würden sich beide weiter nach vorne boxen, wenn die anderen beiden auch unentschieden spielen würden. Schauen wir doch mal, ob die anderen unentschieden spielen. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Mölde, nein, Inverness führt 0-1. Dann ist ein Unentschieden für beide nicht hilfreich. Dann ist er noch nicht safe. Mit Unentschieden können wir beide mit Unentschieden sehr gut leben. Dann wären wir im nächsten Spiel mit dem Sieg, glaube ich, wenn ich richtig liege, durch. Und dann im 16. Finale. Und ich glaube, dann kommen richtige Knallerspiele. Dann wird es richtig Spaß machen. Keine Wechsel. Wir fangen an von links nach rechts. Ich finde es ein gutes Spiel, werden deswegen nichts ändern. Chaplin. Wiltshire. Und wenn jemand auch neu dabei ist und denkt sich, hä, der hat den Weltstar Wiltshire. Was ist das für ein Cheater? Nichts gescheatet. Alles mit Mühe und Not geholt. Besonders mit Thema ablösefrei oder mit Spielertauschen noch Geld draufgelegt. Hier wird nicht gescheatet auf meinem Kanal. Es gibt Tutorials, wo ich es zeige, weil es einfach immer sehr gefragt ist. Aber ich selbst cheate nur, wenn die Community sagt, nee, mach das mal, weil wir wollen das und das machen. Also es ist nur beim Fußballmanager bisher gewesen und beim FIFA wird es bestimmt nicht passieren. Trigaros, Kane. Oh, harter Einsatz, finde ich. Ja, und jetzt schnell. Ah, schade, Idee war gut, aber dann hätte ich vielleicht hochspielen sollen. Dann wäre Kane vielleicht durch gewesen. Oh, es ist ein hektisches, heißes Spiel, finde ich. Mag ich, sowas liebe ich. Jefferson und Kane. Auf, hoffentlich beißt er. Hoffentlich kommt der Ball an. Beißt er. Komm, ich schieß halt mal. Beißt er. Und Patricio war noch dran. Sehr schön. Und eine Ecke. Er hatte Torwart auch nicht mehr so ganz erwartet. Deswegen so eine überraschende Parade. Und Wiltshire mit der Ecke. Tar steht da. Versuchen wir es aber auf Tar. Kommt auch bei Tar an. Aber Patricio hat den Ball. Und nein, bitte hat sich Tar nicht wieder neu verletzt. Nein! Nein! Es gibt's doch nicht. Hoffentlich nur eine kleine Verletzung. Und Ayan muss rein. Oh, jetzt ist er gerade zurück gewesen. Ich wollte schon sagen, er gefällt mir richtig gut. Und in den Rücken. Wenn wir Pech haben, ist er wieder länger weg. Und dann haben wir ein richtiges Problem, weil jetzt ist Giroud auch 8 Wochen verletzt. Also, die Innenverteidigung ist diese Saison echt eine Quälerei.
ausgerechnet der wichtigsten bisher, weil wir jetzt endlich mal Europa League spielen. Das hatten wir ja leider in der ersten Saison eh nicht, weil ja FIFA mit HSV original so anfängt, wie es in echt ist. Und dann haben wir es in der ersten Saison ja überhaupt nicht weit gebracht. Was waren das nochmal? Ich glaube Platz 9, ne? Emre Can. Wheelchair. Auf Trigaros. Ja, versuchen wir ein bisschen ruhiger zu spielen. Ein bisschen kompakter. Ein bisschen kontrollierter. Vielleicht wird es dann was. So wie jetzt vielleicht. Na dann war das, sah das ein bisschen anders aus. Und Wheelchair. Januzaj. Ah. Januzaj war so gut in der zweiten Saison. Und deswegen habe ich ihn gekauft für 10 Millionen, war nur ausgeliehen. Und diese Saison kommt er überhaupt nicht in Gang, es nervt mich extrem. Wechsel, Slimani kommt für Montero und ich werde jetzt auch nochmal einen Wechsel machen. Weiß noch nicht was, Januzaj auf jeden Fall war mir zu müde. Und nehme Trigaros rüber. Oder bringe ich einfach Podolski. Entweder bringe ich jetzt Müller, obwohl es so ist, Risiko vielleicht. Ich bringe Podolski, obwohl ich Müller jetzt auch nicht so schlecht finde. Ist ein guter Jugendspieler auf jeden Fall. Und wie spät haben wir es? Ja, lassen wir noch ein bisschen Zeit. Freistoß für Sporting Lissabon. Podolski jetzt für Januzaj drin. Und der ist auch noch nicht so ganz warm geworden. Erste Saison grauenhaft gewesen. Zweite war er richtig gut, fand ich. Also einige, die in der zweiten Saison richtig gut waren und Chaplin, da hätte es nicht mal angehen sollen, sonst gibt es leider eine Ecke, die in der dritten Saison leider noch nicht so heiß geworden sind. Das ist aber, glaube ich, ziemlich cool gemacht bei FIFA, weil das ist auch echt so. Ein Götze kann auch mal eine richtig geile Saison spielen und dann plötzlich ist er eine Saison wieder richtig mies. So ist das im Fußball. Finde ich auch ganz gut so. Also schöner ist natürlich, wenn alle immer gut spielen, logisch, aber ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. Emre Can und jetzt mal ein Konter. Emre Can, so, wer läuft mit? Keiner wirklich. Emre Can. Und Kane kommt nicht mehr ran und verletzt sich jetzt auch noch. Oh, das gibt's doch nicht. HSV ist mit Verletzungen geplagt. Zum Glück habe ich noch nicht den letzten Wechsel gemacht. Ich bin auch ein Tickchen zu lange angelaufen, Emre Can. Aber was hätte ich denn machen sollen? So, jetzt machen wir den letzten Wechsel. Jetzt muss auch noch Kane raus, der super gut gespielt hat heute. Und Müller kann auch Sturm. Deswegen bringe ich jetzt mal Müller in den Sturm rein. Das ist ein kleiner Flitzer. Wir haben es gesehen, am Oberschenkel hinten da hat er sich die Hand hingehalten. Junosovic. Ayan. Für den verletzten, schon wieder verletzten Tah reingekommen. Da ist der kleine Müller. Den anderen Müller haben wir schon nicht mehr. Den haben wir verkauft. In der Sommerpause diese Saison. Müller und Beister kommt da vielleicht noch ran. Oh, das sieht immer mehr nach einem 0-0 aus. Aber mal sehen. Müller. Milosevic. Das ist Wheelchair. Wheelchair. Ah. Gute Defensive jetzt von Lissabon. Emre Can. Harter Einsatz. Müller auf Junosovic und ich wollte schon jubeln. Ich wollte schon jubeln. Bei Junosovic eigentlich solche Dinger locker rein. Ich glaube, da war noch dran oder zumindest war es fast schon so. Schade. Nochmal ein Wechsel bei Lissabon. Heldon kommt für Cedric. Kopfball verloren, Wheelchair. Aber man muss sagen, was mir auf jeden Fall gefällt, ich meine, noch das Spiel nicht vorbei, aber wir haben Lissabon nie wirklich was zugelassen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut, denn das ist schon mal eine Mannschaft, mit der man sich messen kann zum Thema, wenn man in die Finalrunden, die K.O.-Runden kommen sollte. Und das hatte ich mir nicht so vorgenommen gerade. Müller, vielleicht bleibt er noch dran. Ah, Oliveira, schlau gespielt. Jefferson. Weiter Druck machen. Weiter Druck machen. Oh, sehr schön wieder gespielt von Lissabon. Da sieht man halt Qualität, ne? So ein bisschen. Wo läuft denn mein Emre Can rum? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Und war auf den Ball fixiert, nicht auf meinen Spieler. War nicht so gut. Nachspielzeit läuft. Und Emre Can macht es aber wieder gut, trotz
rumgegurke. Nochmal kommt da HSV. Müller, der kleine Müller. Und nochmal. Na. Ah. Sehr schön, er bleibt dran. Wiltshire. Trigaros. Immer noch Trigaros. Der sieht Wiltshire. Ah, schade, es wäre vielleicht noch was gewesen. Und da kommt der Abpfiff. 0:0. Kein Sieg. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Partie. Definitiv. Leider nicht, was die Verletzungen angeht. Da schauen wir mal auf nichts. Es sind keine großen Verletzungen. Aber so vom Großen und Ganzen sehr zufrieden, gegen so einen harten Konkurrenten 0:0 zu spielen und sie wegzuhalten vom Tor. Das ist uns nämlich sehr gut gelungen. Wir sehen auch Schüsse aufs Tor, 2:5, nur zu 3, Schüsse 2:5 und kein aufs Tor. Genau das will ich in Zukunft. Solche Mannschaften weg von Trab halten, zu 0 zu spielen. Am Ende am besten noch gewinnen. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle der Europa League. Das dauert jetzt wahrscheinlich wieder, nein, es geht. Gruppe E waren wir, soviel ich weiß, genau. Und wir sehen, unentschieden hat Inverness und Molde gespielt. Richtig geil. Jetzt sind nur noch 9 Punkte zu verteilen. Das heißt, Molde und Inverness können nur noch 10 Punkte erreichen. Das heißt, mit dem nächsten Sieg sind wir so gut wie durch, weil die Tordifferenz schon gar nicht mehr mitspielt für Inverness und Molde. Das heißt, das nächste Spiel, das müsste, glaube ich, wieder gegen Sporting sein. Wenn wir das gewinnen, sind wir im 16. Finale, Leute. So sieht's aus. Korrigiert mich unter Kommentare, wenn ich jetzt mit der Berechnung falsch liege, aber so kenne ich das. 3 Spiele sind's noch, 9 Punkte, nur 10 können dadurch Inverness Maximum noch erreichen. Wir machen 3 Punkte im nächsten Spiel, haben auch 10 und somit sind wir durch. Wir können ja mal schauen, ich glaube, wenn alles richtig ist, ist ja wieder alles umgedreht. Man spielt ja gegen den Letzten dann als Erstes und so ist es aber nicht. Wir spielen gegen Inverness, könnte vielleicht auch sogar ein Vorteil sein, wenn wir endlich mal ordentlich spielen, weil eigentlich ist es ja ein relativ einfacher Gegner. Aber wir sehen auch, wir haben nach dem DFB-Pokal gegen Aue fucking schwere Tage vor uns. Schalke, Inverness, Wolfsburg, Bayern, Leverkusen. Also Leute, bleibt auf meinem Kanal am Start, wartet nicht ab. Wenn nichts dazwischen kommt, wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Wenn nichts dazwischen kommt, kommt immer Montag bis Mittwoch eine Folge und dann Freitag und Samstag eine Folge raus. Und ihr seht, es wird heiß. Ich meine, was ist das denn für ein Monat, der November? Was ist das für ein Monat, hä? Der wird sowas von spektakulär. Davon gehe ich aus. Und wir schauen mal schnell die verletzten Spieler uns an. Wir sehen, 5 Monate! Es gibt's nicht! 5 Monate! Damit ist komplett für die 3. Saison ganz weg, Leute. Der ist weg vom Fenster. Könnt ihr abhaken. Der wird vielleicht in den letzten Spieltagen der Rückrunde am Start sein. Ich muss mir in der Winterpause einen Ersatz für ihn holen. So sieht's schon mal aus. Der ist weg vom Fenster. Steißbeinfraktur. Das hat ja gut funktioniert mit ihm. Och, echt schade. Und dann wird er erst in der nächsten Saison wirklich bei uns am Start sein. Kane scheint nichts Schlimmes zu sein, er ist hier nicht aufgelistet. 5 Monate, ich könnte kotzen, wirklich, ich könnte sowas von kotzen. Aber so ist Fußball und da müssen wir uns was überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge und auch ohne Town, auch wenn es mir extrem weh tut, es tut gerade weh wie eine schlimme, peinliche Niederlage. Ja, überlegt euch mal was zum Thema in der Winterpause vielleicht einen Spieler auszuleihen als Ersatz für ihn, nur als Ausleihe, dass er dann in der nächsten Saison dann wieder Stammspieler für uns ist. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Bis dahin, euer Dico Tschüsskowski.